Ihr, euresgleichen habt ihr nichts zu suchen. Wenn ich euch noch einmal sehe, werdet ihr sterben. Schenkt ihm keine Beachtung. Das ist euer Kampf, Nephalem. Eure Macht ist größer, als selbst Tyra ihn vorausgesehen hatte. Wir können nur noch hoffen. Doch nun müssen wir Diablo aufhalten, bevor er den Kristallbogen über uns erreicht. Diablo wird den Kristallbogen auf der Spitze des silbernen Turms verderben, wenn er nicht aufgehalten wird. Hat er Erfolg, werden die Himmel fallen. Alles hängt von diesem Moment ab. Tyrael und ich werden uns zur Spitze durchkämpfen, wo ich Diablo endlich gegenübertreten werde. Die Dunkelheit um uns nimmt zu. Wie fühlt sich das an, zu wissen, dass ihr mir dabei geholfen habt, zum obersten Übel zu werden? All euren tapferen Taten zum Trotz ist doch das Einzige, was ihr wirklich erreicht habt, mich zu entfesseln. Ihr seid eine wahre Retterin, nicht wahr, Nephalem? Lea, wartet! Diablo erklimmt den Turm. Ich lebte nur, um meinem Meister Belial zu dienen. Aber du hast ihn getötet und das oberste Übel auf die Welt losgelassen. Ich habe euch sterben sehen. Ich hab nicht mal geschwitzt. Das ist schlimmer, als ich befürchtet hatte. Diese verdammten Dämonen werden dafür sterben. Eure Verteidigung ist nutzlos. Ah!
das gesehen? Irgendetwas ist hier anders. Doch wurde er nach einem unbedachten Angriff auf die Höllenschmiede vom Feind gefangen genommen. Isual ergab sich der dämonischen Verderbnis und offenbarte die Geheimnisse der Seelensteine gegenüber dem großen Übel. Tyrael behauptet, dass Isual vor Jahren getötet wurde, doch ist sein Ersatz bisher noch nicht unter dem Kristallbogen hervorgetreten. Selbst. Wir sind nur Schachfiguren in ihren grausamen Spielen. Und nun helft ihr dem Schlimmsten von allem? Was für ein Schwindel ist das hier? Zwar verlassen,
so wiederzusehen. Geht wie die Freude, die vielleicht unkritische von Trauer überschattet. Nach oben! Wir müssen zur Spitze gelangen. Euer Geist ist nun frei, Engel. Diablos Verderbnis kann euren Geist nicht länger festhalten, Engel. Verderbnis kann euren Geist nicht länger festhalten. Evalem, wie ich sehe, schenkt ihr meiner Warnung keine Beachtung. Oder denkt ihr vielleicht, ihr seid stark genug, um gegen mich anzutreten? Finden wir es heraus. Imperius, hört auf mit dem Irrsinn. Diablo ist der Feind, nicht die Nephalem. Tyrael, um euch werde ich mich noch früh genug kümmern. Ich werde... Was? Was ist das? Nein! Diablo hat den Bogen erreicht! Nein! Diablos Verderbnis greift bereits nach dem Kristallbogen. Deshalb sind die Engel gefallen. Sollte sein Licht für immer erlöschen... Wir müssen Diablo schlagen, bevor das geschieht. Dann hängt alles an uns Sterblichen, Tyrael. Der Verlust eurer Flügel erweist sich als glücklicher Umstand. Diablos schändliche Verderbnis versperrt uns den Weg. Bleibt zurück. Eldruins Licht wird den Weg freimachen. Das Tor ist geöffnet, Nephalem. Diese letzte Prüfung ist nur für euch bestimmt. Ohne euch wäre ich nie so weit gekommen, Tyrael. Es war mir eine Ehre. Doch dies ist der Moment eurer Bestimmung. Die Stunde des Sieges der Menschheit. Ich bin gefangen! Geht ohne mich weiter! No.
Tiefen seiner eigenen Ängste aufgestiegen. Ich habe darüber eine ganze Weile nachgedacht und vielleicht habe ich Lyndon Unrecht getan. Er ist nicht der Bösewicht, für den ich ihn gehalten habe. In der Tat. Nicht alles ist so, wie es auf den ersten Blick erscheint. Meine Taschen sind voll. Ich habe eine kleine Überraschung für euch, Lyndon. Wirklich? Es ist Gold. Eine Menge Gold. Ich werde euch nach Königshafen begleiten, wenn sich die Lage beruhigt hat. Wir werden die Handelsgilde bezahlen und euren Bruder befreien. Das ist ein Scherz, oder? Ihr sagt es nicht nur so? Sogar ich weiß, dass dies der falsche Zeitpunkt für Scherze ist. Es ist mir eine Freude, euch zu helfen. Ich bin sprachlos. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr das getan habt. Lyndon, weint ihr? Nein, nein, es regnet. In den Himmeln regnet es nicht. Jetzt schon. Was ihr da getan habt, das war einfach unglaublich. Ihr seid der größte Held in der Geschichte. Ganz Königshafen wird euren Namen kennen, wenn es nach mir geht. Sie werden ihn bis in alle Ewigkeit singen. Ich werde ihn verdammt nochmal jetzt singen, wenn ihr das wollt. Es hat sich gelohnt. Alles. Die Wunden, die Schmerzen. Mit einem Templer das Brot zu brechen. Oh, kleiner Scherz. Ihr seid wie eine Familie für mich. Ich schulde euch mehr, als ich je zurückgeben kann. Jetzt halte ich besser die Klappe, bevor mir schlecht wird. Ich habe mit Ithirael gesprochen und er hat mir geholfen, das Dokument zu übersetzen. Es wurde von einem Engel verfasst, der Potenzial in der Menschheit sah. Er begann, einige junge Frauen zu unterrichten,
die Dämonen getötet hatten, welche von ihren Herren beschworen wurden. Ihr meint euch und eure Schwestern? In der Tat. Der Prophet, dem ich so viele Jahre lang gefolgt bin, war ein Engel. Deswegen kam euch Tyrael bekannt vor. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Prophet der sterbende Engel war, der mir das Dokument gab. Die Schriften sagen, er hätte unter absoluter Geheimhaltung gearbeitet. Ithirael wusste nichts davon. Dann müsst ihr einen neuen Weg durch die Welt finden, ohne ihn. Ihr habt recht. Und ich hoffe, dass ich ihn weiterhin mit euch beschreiten kann, meine Liebe. Ich kann nicht glauben, dass alles so eingetroffen ist, wie der Prophet es wünschte. Ich habe alles, was mir vertraut war, zurückgelassen, um an eurer Seite zu kämpfen. Das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ihr seid wahrhaftig die, die der Prophet versprochen hat. In euch vereint sich alles, worauf die Engel und die Menschheit gehofft haben. Und nun ja, ihr seid auch noch sehr nett. Der Tag ist gerettet. Diablo ist besiegt und mit ihm alles Böse. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das wahre Böse stirbt niemals wirklich. Die Zeit wird es zeigen. Sein sterbliches Herz, das zwei Welten vor dem Untergang rettete und das oberste Übel für immer besiegte. Eines neuen Tages für Engel und Menschen. Denn die größten Verteidiger der Menschheit, die Nephalem, haben sich erhoben, um die Finsternis zu bekämpfen, der wir uns in unserem Stolz nicht stellen wollten. Meine Brüder, ich nehme meinen Platz unter euch wieder ein. Aber diesmal als Sterblicher. Da der Gerechtigkeit heute Genüge getan wurde, werde ich nun die Weisheit vertreten. Für diejenigen, die alles riskiert haben, um uns zu retten. Für immer werden wir einander zur Seite stehen. Engel und Menschen. Im Lichte dieses glorreichen neuen Morgens. Diablo war besiegt. Eine Zeit lang schien es, als würde Frieden herrschen. Doch es sollte nicht sein. Denn Diablos Essenz lebt im schwarzen Seelenstein weiter. Ich kann den Stein weder zerstören, noch kann ich zulassen, dass sein Übel in den Himmeln verweilt.
Und deshalb muss er verborgen werden. Sogar vor den Engeln. Ich bete nur, dass es ausreichen wird. Ihr habt treu gedient, Horadrim. Eure Aufgabe hier ist erfüllt. Und ihr solltet alle... fliehen. Maltael. Aufhalten. Niemand hält den Tod auf. Man hört überall Gerüchte. Engel suchen die Stadt Westmarkheim. Sie töten alle. Egal ob stark oder schwach. Ob Edelmann oder Bettler. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Und es ist mir auch gleich. Diese Seelenernter glauben, dass niemand sich ihnen widersetzen kann. Ich werde ihnen die Wahrheit zeigen. Und sie lehren, mich zu fürchten.